Kinder. Herzlich willkommen zur Sunny Highway Kinderstunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind heute beim Sunny Highway Sommerfest. Kommt doch auch mal mit. Und jetzt ist es endlich soweit, wir dürfen euch persönlich kennenlernen. Verkleidet ist. Aber wir haben sie auch schon im Bad angelegt. Genau, aber das ist unser liebster
Genau, und es ist so toll, weil es einfach immer so Spaß macht zusammen. Ja. Ihr habt bestimmt auch mal Tiere gesehen in den Sendungen. Wir hatten mal Schafe auf dem Marktplatz. Wir schaffen es in der Julia zum Beispiel. Oder wenn es etwas gibt. Super. Tote Enten, die aber nicht tot sind. Und dann haben wir noch jemand vom Drehteam oder Schneideteam aus der Schweiz, den wir auch nicht vergessen. Ich bin der Jens Morgan aus der Schweiz. Ich mache heute die Preisverleihung zusammen mit Marie. Sie unterstützt mich so alle drei Mal. Genau. Sie kennen vielleicht noch die Geschichte der Hund, der Weg konnte. Das ist unser Hund. Herr Judith, wir kommen in der Nähe von Hamburg. Vier Kinder, ich mache ab und zu. Macht immer Spaß. Genau, so, andersrum. Genau, das ist hier der Paulus. Der hat zurzeit Urlaub, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne, mit Paulus. Und der klingt dann so, der Paulus, und so klingt der Isi. Ja, ich denke, ihr kommt jetzt alle nochmal hoch, alle mit unserem T-Shirt einmal hoch, damit wir euch mal alle sehen, alle ein gutes T-Shirt haben hier hoch. Also das sind die guten Männchen, in dem Fall nicht vom Mars, sondern von den unterschiedlichen Teilen. Von der Schweiz haben wir es gehört, das war der südlichste Punkt, bis nach fast Hamburg, das ist der nördlichste Punkt. Skalum laufen und da halt so quasi Hindernisse überqueren und wenn das Ei kaputt geht und hier kann man halt auch ein Bootrennen machen. Da war man so
einen Ball geworfen hat. Ja. Was hat dir am meisten Spaß gemacht heute? Die Station. Was denn genau? Das mit dem Räuber da hinten. Ich habe ein Auto gemacht. Was gab es denn noch so für Stationen? Das mit den Booten hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und da, wo man so eingeklemmt wurde und ein Lied singen musste, das war auch gut. Also ich fand cool, das mit der Maske machen und das mit dem Pferderennen. Das fand ich cool. Station war. Ich habe zwei, bei den Booten und beim Hammern. Was habt ihr da gemacht? Wir haben da Sachen gehammert und dann am Ende ergab es ein Bild. Bei den Booten? Da musste man gucken, wer der schnellste ist bei den Booten fahren. Ziehen musste und man dann runtergefallen ist. Dann natürlich das Highlight, die Wasserschlacht im Gewitter, wo man alle Mitarbeiter abwerfen durfte.
Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zur Bibelentdeckerrunde. Es war so schön, einige von euch auf dem Sommerfest zu sehen, auf dem Sunny Highway Sommerfest. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wiederholen können und wir noch mehr Kinder kennenlernen und noch mehr Eltern. Ja, es hat einfach alles gestimmt auf diesem Fest. Das Wetter, das Essen, das tolle Erdbeereis, die Spiele. Und wir haben gemeinsam Gott gelobt. Ja, in der Bibel wird uns auch von vielen Festen berichtet. Ein Fest zum Beispiel ist das Passafest, was an den Auszug aus Ägypten erinnert. Das wird heute noch in Israel gefeiert. Und als Jesus auf der Erde war, war er selber auf diesem Fest. Und Jesus spricht auch in seinen Gleichnissen von Festen. Jesus war auf einer Hochzeit. Aber er spricht von einer Hochzeit, was die größte Hochzeit und das tollste Fest überhaupt sein wird. Und da steht in Lukas 12 und den Vers 37 hat ein bekannter Bibelausleger mal als die allergrößte Verheißung der Heiligen Schrift genannt. Ihr könnt das mal nachlesen und das mit euren Eltern besprechen. Es ist unglaublich, was da steht, aber lest es selber. Und Jesus hat es gesagt, es ist wahr. Und wie stellt ihr euch denn so ein richtig tolles Fest vor? Malt ein Bild von einem richtig tollen Fest und schickt das Bild an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de. Und wie immer brauchen wir das bis nächste Woche Dienstag 18 Uhr. So, jetzt kommt keine Preisverleihung, weil ihr beim letzten Mal keine Aufgabe bekommen habt. Umso fleißiger und emsiger könnt ihr an die neue Aufgabe rangehen. Und wir freuen uns natürlich über eure tollen Bilder. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Mit Singen und Spielen, ja, das ist doch klar, geht zum Himmel Schritt für Schritt. Komm doch einfach mit. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Der Heiland, der liebt uns alle, groß und klein. Lasst uns alle fröhlich sein. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier.